Ich will in Mailchimp eine Mailadresse definitiv löschen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich bin bei Mailchimp angemeldet, hier bei Audience, also da sind ja alle meine Adressen drin, All Contacts, also alle Kontakte, ich sehe, es sind 156 und ich nehme gerade diesen Thomas Dockweiler, den will ich löschen. Ich kann hier auch nach rechts gehen. Und mal sehen, ich sehe im Moment hat er noch unterschrieben, er wolle die Mails immer erhalten. Als ersten Schritt muss ich hier sagen, der will das gar nicht mehr. Gut, er könnte auch in einer Mail, die er erhalten hat, unten auf den Link klicken und sagen, diese Mails will ich nicht mehr. Dann würde das hier automatisch auch auf Unsubscribe enden. Ich klicke nun hier hinein. Ich kann hier die Aktion wählen. Was will ich denn? Ja, unsubscribe. Das ist das erste. Und ich bestätige das. Und jetzt steht hier bei Thomas Dockweiler, wenn ich nach rechts gehe, der will keine Mails mehr erhalten. Der ist noch nicht gelöscht. Man könnte das wieder aktivieren. Ich gehe hier nochmals drauf, nochmals klicke hier hinein und ich versuche das nun definitiv zu löschen. Geht irgendwie gar nicht. Ich mache mal einen Doppelklick auf diese Adresse. Und jetzt gibt es hier weitere Aktionen. Ich sehe, Thomas Dockweiler ist unsubscribed. Ich sage hier bei Aktionen Remove Kontakt. Also entferne diesen Kontakt. Das mache ich jetzt. Und jetzt steht hier, man könnte den Kontakt noch archivieren oder eben permanent löschen. Und hier steht, Achtung, Sie werden diese Adresse nicht mehr zu all diesen 150 Adressen hinzufügen können, denn Mailchimp merkt sich diese Adresse und wenn diese Person wieder dabei sein möchte, müsste diese Person eine andere Mailadresse angeben. Und Achtung, hier muss ich wieder das ganze Ding hinschreiben, also permanent löschen und zwar genauso auf Englisch und groß geschrieben. Und bestätigen. Und jetzt ist er weg und erhält nie mehr eine Mail von uns. Das war's.